Endlich wieder nach 2 Jahren Durststrecke sind wir froh, dass wir alle heute wieder dastehen und großes Radsportfest in Monza feiern mit über 1600 Teilnehmern. Das ist selbstverständlich in diesen Zeiten und wir hoffen, dass das Ganze reibungslos und ohne gröbere Zwischenfälle über die Bühne geht. Ja, ich glaube, es wird heute schon spannend, gerade auch mit dem Essen und Trinken, wie man das im Griff kriegt, glaube ich, weil die Temperatur wird extrem hoch. Schauen wir mal, wie es wird mit den 140 Kilometern heute. 2, 1, los geht's, alles Gute! Zwar für mich das erste Mal, aber saugeil. Ja, für mich natürlich auch das erste Mal, aber war mega. Also ich darf jetzt mal wieder mitfahren. Ja, die Landschaft, also das Seengebiet, ist richtig schön. Das gibt es nicht oft irgendwo und von dem her. Attersee kennt man vom King of the Lake, die Strecken, fährt man auch ein Stück lang. Der Bergumschluss, der macht es dann eigentlich wirklich aus. Das ist, glaube ich, die schönste Radveranstaltung, die ich bis jetzt besucht habe. Ich bin ja bei viel Radmarathon, ich fahre die Austria Top Tour, also Obermannsee, der ist halt ganz vorne dabei. Ja, man kommt eigentlich gar nicht so viel zum wirklich die Landschaft genießen, da muss man sich nochmal in Ruhe auffahren. Aber wenn man mal links, rechts schaut, das ist einfach wirklich eine schöne Landschaft, klasse Strecken, top organisiert auch. Ja, und extrem viel starke Fahrer einfach da, also eine richtige Challenge. Ja, streng oder gut, wir sind natürlich mit, wir haben eine große Gruppe gehabt und sind wir immer Kreis gefahren, so haben wir schon einen guten Schnitt gehabt. Aber ich hab schon nach 100 Kilometern gewusst, dass wir das strenge Rekord heute schaffen. So, das war für mich nicht wirklich eine Überraschung. Aber es war natürlich sehr heiß. Und gute Fahrer halt dabei. Max ist natürlich letztes Jahr noch Vollgas-Profi-Rennen gefahren und ist schon sehr fit. So habe ich für ihn ein bisschen Angst gehabt und habe gewusst, ich muss halt attackieren, laufen, weil sonst habe ich keine Chance. War es im Grunde eigentlich so, man hat über die ganze Strecke gesehen, dass der Johnny einfach viel stark war. Da war einfach kein Kraut gewachsen am Lichtenberg, also der Fußzug, da haben wir keine Chance gehabt. Er hat verdient gewonnen, braucht man nichts anderes sagen, aber im Grunde muss ich auch sagen, es war einfach ein geiler Tag. Es war jetzt nicht zu heiß, aber Attersee ist dann schon richtig zum Brutzeln geworden, aber davor ist super gegangen. Schön war es, man hat auch was von der Landschaft mitnehmen können, es war ein Traum. Ausblick war super, es war auch angenehm bis ja, zum Attersee, da ist dann heiß geworden. Ja, aber landschaftlich super, man hat es genießen können. So waren wir gut versorgt, es hat überall was zum Trinken gegeben, also ja. Kann man sich nicht beschweren. Und man gewinnt sowieso nicht.